Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4, dem DLC-Teil der Yetis. Ja, wir haben gestern die letzten Nebenmissionen abgeschlossen, wie ihr hier seht, da. Nichts mehr am Start. Die liegen zwar noch Waffen rum und Zeug, aber naja, ja, wisst schon. Da würde ich sagen, widmen wir uns jetzt den Hauptmissionen. Und zwar ist die da. Wer bist du? Was willst du von mir? Erkennst du die Ehre nicht, die wir dir zuteil werden lassen? Mich einer Bestie zum Fraß vorwerfen ist also eine Ehre? Das war keine Bestie. Das war ein Erwachter. Einer der auserwählten Yaluks. Du musst offenbar noch viel lernen, Kind. Es gibt absolut nichts, das ich von dir lernen müsste. Das mag sein. Aber du darfst diesen heiligen Ort nicht länger besudeln. Wir wissen, dass du unser Relikt stehlen willst. Und die Brüder der Nacht werden dich holen. Du kannst dich nicht verstecken, denn wir werden dich finden. Du kannst nicht fliehen, denn wir werden dich abschießen. Du kannst nicht um Hilfe rufen, denn wir stören das Signal. Du gehörst mir, genau wie jede andere Seele in diesem Tal. Ja, bla bla, Mann. Ich muss irgendwie die Störgeräte umgehen und Hilfe rufen. Kommunikationsfehler. Bla bla, sagt er. Bla bla. Patrouille 6, was zum Teufel war da los? Patrouille 6, bitte melden! Hier ist Patrouille 6. Es gab einen Unfall. Die Wartungsmannschaft für die Funktürme hat ihren Truck geschrottet. Kann doch nicht wahr sein. Bringt sie so schnell wie möglich wieder auf die Straße. Und schickt jemand zu den Störsendern, damit uns die Dinger nicht einfrieren. Wir kümmern uns drum, Bruder. Kümmern uns drum, Bruder, Alter. Yeah. Brudi. Da. Den Truck suche ich mal. Jo, den Truck suchen wir mal. Sudli, 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 Sudli. Absturzstelle. Ich dachte, das war ein Truck. Ach, wir schießen ja mal voll vorbei. So. Wir werden sicherlich noch mehr kommen. Wo ist denn der andere geflogen? Da. Und deswegen... Absturzstelle. Okay, ja klar, der Truck ist ja abgestürzt. Was haben wir hier noch? Ein Leichnam. Okay. Ich finde es aber echt schade, dass das mit dem Yeti so ein bisschen Standard wird. Ich denke mal, wenn ich jetzt weiterkomme, dass die dann bestimmt noch mehr irgendwo auftauchen. Das finde ich schon ein bisschen doof, dass das kein Mysterium bleibt. Muss ich mal zugeben.
Okay, Kommandoverordnung 1385a. Verordnung 1385a. An das gesamte Lagerpersonal von Colonel Sandesh. Der einzige Weg, Funkkontakt im Tal aufrechtzuerhalten, ohne dass CIA in unsere Gespräche abhören kann, besteht darin, die Störsender auf diesen Antennen zu jeder Zeit in Betrieb zu halten. Überprüfen Sie bei jeder Patrouille. Sie dürfen nicht ausfallen, sonst gerät unser Missionsziel in Gefahr. Ja, das klingt doch nach einer Aufgabe für den Onkel Bibongedonke. Nicht? Das kann man ja nicht so einfach stehen lassen, nicht wahr? Das muss man schon regeln. Wir wollen ja nicht, dass die Spaß haben. Wir wollen ja Ärger machen, du nicht? Das geht ja so nicht. Ich würde sagen, das Auto steht hier in der richtigen Richtung, dann nehmen wir lieber das. So. Schauen wir mal. Ratatateng. Man hört schon wieder Schüsse. Papp. Ist wieder ein Toter. Liegen hier auf der Straße rum. Sind sie denn? Wo haben wir denn den Störsender, den Herrn Störsender? Stromgenerator. So rum, ein Stromgenerator. Schalalalalala. Schalalalalala. Schal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 
Na supi. Bin dazu jetzt richtig gut ausgerüstet, verdammt. Ach, da waren wir da vor uns. Ja, mei. Ich hab ein Déjà-vu. Nur vor uns waren hier weitaus mehr Hunde. Dann scheint das hier der Generator zu sein. Ohne Strom gehen auch die Störsender aus. Ich fange besser gleich an. Ich schau das mal an. So. Einer erledigt. Noch zwei. Tja, es kommt der Deppen hoch. Was lassen wir die Pferde jetzt dran? Suli. Was war denn hier von Fahrzeug eigentlich? Auch wieder bloß ein Jeep. So, ab zum Point. Zu the Yellow Point of Dead. So, muss die Kisten holen. Klar, oder? Sonst fehlt ja noch ein bisschen was.
Also Fälle kriegt man ja schön aus den Kisten. So war das ja hier bei dem DLC. Da braucht man nicht jagen zu gehen. Da bleibt uns dies nämlich erspart. Du entkommst nicht. Was? Eieieiei. Jetzt sind wir aber ganz schön da herumgestrudelt. Hui. Oh. Patrouille 4 erstattet Bericht. Ich höre Patrouille 4. Wir sind an der Absturzstelle angekommen. Das Team hier ist tot. Ich würde jetzt gern irgendwo ist ein Bär gefangen. Ui. Ui, Jemini. Wo bleiben Sie? Spät. Nicht so spät. Genau wie davor. Nein. Vielleicht haben wir einen Erwachten getroffen. Nein, oh. Fuck. Tu das nicht, Mann! Nein! Ich brauch unbedingt. Shit, ey, jetzt bin ich aber schon zu weit vorne, damit ich jetzt nochmal umdrehen kann und mir jetzt irgendwelche Waffen holen kann, verdammt. Sagen, das Wichtigste. Patrouille 4 erstattet Bericht. Ich höre Patrouille 4. Wir sind an der Absturzstelle angekommen. Das Team hier ist tot. Ich glaube, das ist erstmal. So. Okay, also erholen können sie wenigstens niemanden mehr. Ach, Quatsch jetzt. Granate, Saudi, ist mir zu spät aufgefallen. Alter. Nein. Okay. Der Stein, mein Freund und Helfer. Thank you.
Meine Fresse. Alter. Was? Den hab ich doch erschossen. Na komm. Wo bist du? Wo bist du? Oh. Ein Fleischbrocken geworfen. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Aua. Komm, gleich ganz weg. Ist ruhig geworden. Okay, ich glaube, wir haben das Lager. Ich kann mich natürlich auch irren. Das ist klar. Zwei erledigt. Noch einer. Okay. Nun ja. Umbrodelt. Ja, man muss ein bisschen konzentriert sein bei sowas. Wenn man keine richtigen Waffen dabei hat, dann kann man das ja auch nicht so easy peasy machen. Dann muss man eben manchmal auch. So, guten Tag. Sie können mir natürlich weiterhelfen. So. Gucken wir nochmal hier. Seitenwaffen. Das ist okay. Naja, haben wir jetzt nichts wirklich. Das Predator würde ich gerne haben. Okay, Waffen. Was haben wir denn hier noch so für Waffen? Wir haben hier das Scharfschützengewehr. Und da kann man sogar einen Schalldämpfer draufhauen. Ach, das war glaube ich dann die High Power. Und hier schön so. Kann ich denn genau dahin? Und dann hätte ich gerne noch irgendwas Cooles. Die kann ich nicht, da kann ich nicht. Das ist auch Quatsch. Hier könnte ich. Sollen wir uns einen Bogen mitnehmen? Ich glaube nicht, ne? Das ist, glaube ich. Wir könnten uns höchstens die wieder aufrüsten. Dass wir einen Schalldämpfer dran haben, aber das ist ja auch wieder ein Quark. Nehmen wir die. Die haben wir noch gar nicht gehabt. Die haben wir auch beim Normalspiel nicht gehabt.
Also nicht in der Hand zumindest, die haben wir gehabt. Haben wir sie schon, klar. So. Stets ein guter Kunde. So, das ist doch schon mal schön. So kann man doch schon mal weitermachen. Sule. Hä? Was ist ja noch gleich mal noch so mal noch einer. Nochmal so mal noch einer. Ja, liebe Freunde, was uns da erwartet beim dritten Generator, das erfahren wir morgen. Denn ich glaube, ich muss hier absteigen. Man muss diesen Weg zu Fuß gehen. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Und bis dahin erstmal, ciao.